Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich freue mich sehr über die heutige Aktuelle Stunde, denn sie widmet sich einem riesigen, wichtigen Zukunftsthema und auch einem ebenso riesigen und wichtigen Reformpaket, das diese Regierung auf den Weg gebracht hat. Darüber, dass eine Bundesregierung die Zukunft der Pflege sichern muss, darüber ist in diesem Haus schon oft diskutiert worden. Ich kann mich erinnern an meine Zeit 2013. Wir hatten immer wieder dringliche Anfragen eingebracht zu diesem Thema, dringliche Anträge. Die Hilfsorganisationen in den Ländern schreien seit Jahren auf, was es braucht, dass es etwas braucht. Aber bisher, bis zu diesem Paket, ist wenig passiert. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt mit Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch das größte Pflegereformpaket der letzten Jahrzehnte tatsächlich auf den Weg bringen. Ich durfte letzte Woche bei der Präsentation gemeinsam mit August Wöginger dabei sein und ich habe bei dieser Pressekonferenz gemerkt, dass mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist. Denn dieses milliardenschwere Paket bedeutet tatsächlich, dass sich die teilweise tatsächlich schon unzumutbare Situation von Pflegekräften im ganzen Land endlich verbessern wird. Und die Bezeichnung Meilenstein ist hier angebracht. Es muss unser aller Anspruch sein, dass Menschen in unserem Land unabhängig von ihrem Einkommen die bestmögliche Pflege bekommen, die sie brauchen. Und das ist unser Anspruch, das lösen wir mit diesem Pflegepaket ein. Es geht aber in seiner Wirkung über den direkten Bereich der Pflege natürlich hinaus. Denn wie Sie wissen, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Pflege arbeiten 80% Frauen, im mobilen Bereich sind es sogar 90%. Und diese Frauen leisten Unglaubliches und haben meinen größten Respekt, insbesondere auch vor dem Hintergrund der extremen Belastung der Pandemie die letzten beiden Jahre. Diese Frauen und auch die Männer, die dort arbeiten, wurden als Heldinnen und Helden des Alltags beklatscht. Aber Applaus zahlt nicht die Miete. Und dementsprechend setzen wir jetzt mit diesem Paket einen ganz wichtigen, großen Schritt, um deren Situation tatsächlich zu verbessern. Selbstverständlich gilt es auch für zu Hause, wo die Care-Arbeit, wo die Pflege zu Hause auch zu zwei Dritteln von Frauen erledigt wird. Und auch hier ist unser Ziel, ihre Situation maßgeblich zu verbessern. Mehr Geld, meine sehr geehrten Damen und Herren, mehr Geld für die Pflege bedeutet automatisch mehr Geld für die Frauen in diesem Bereich. Dieser große Durchbruch mit dieser Pflegereform, was bedeutet der jetzt konkret? Er bedeutet konkret für die Menschen, die in dem Pflegeberuf arbeiten, dass die Mitarbeiterinnen einen monatlichen Gehaltsbonus erhalten. Im Schnitt kann das bis zu einem Monatsgehalt pro Jahr sein. Das ist genau das, worum die Pflegekräfte seit vielen Jahren bitten und sagen, wir brauchen das, die Rahmenbedingungen sind so schwierig. Wir schaffen es jetzt mit insgesamt 520 Millionen, über eine halbe Milliarde, die wir hier in die Hand nehmen, um die Gehaltssituation für die Pflegekräfte deutlich zu verbessern. Für Auszubildende, wenn man in der Erstausbildung ist, bekommt man 600 Euro pro Monat bzw. pro Praktikumsmonat. Und wir brauchen ganz dringend Menschen, die in den schönen Pflegeberuf einsteigen. Wir wissen, wir brauchen bis 2030 bis zu 100.000 Pflegekräfte neu in diesem Feld. Und man muss sich aber eine Ausbildung überhaupt erst leisten können. Und deshalb setzen wir einen ganz, ganz wichtigen Anreiz, indem wir 1.400 Euro Pflegestipendium auf den Weg bringen für alle Menschen, die umsteigen wollen in den Pflegeberuf und dementsprechend eine Ausbildung machen. Die Kriterien dafür werden auch so angelegt sein, dass es niederschwellig zugänglich ist. Es muss dafür nicht alles erfüllt sein, was für sonstige AMS-Förderungen notwendig ist. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, denn mit 1.400 Euro ist die Existenzsicherung gesichert.
pflegende Angehörige, die Schwerpflegebedürftige unterstützen und pflegen und die selbst weiterversichert sind, erhalten in Zukunft 1.500 Euro Angehörigenbonus. Auch das ist ein wichtiges Zeichen, eine wichtige Unterstützung, eine finanzielle Unterstützung für die in erster Linie dort tätigen Frauen, um ihre Situation zu erleichtern. Wir verlängern den Rechtsanspruch auf Pflegekarenz auf 3 Monate. Wir verändern etwas bei der Ausbildung. Der Kollege Wöginger wird ganz sicher die Pflegelehre umfangreich beschreiben in seiner Rede. Wir erweitern die Kompetenzen, dass auch hier im Ablauf bessere Abläufe möglich sind, dass wir Entbürokratisierung schaffen und dass die Pflegekräfte in den Einrichtungen bestmöglich eingesetzt werden. Und auch bei der Zuwanderung mit der Rot-Weiß-Rot-Card setzen wir Maßnahmen, dass wir die Zahl, die notwendig ist, die 100.000 Pflegekräfte, die wir brauchen, tatsächlich erreichen können. All das sind jetzt vielleicht abstrakte Punkte, aber sie haben eine ganz konkrete Auswirkung auf die Lebensrealität von 1 Million Menschen, die in Österreich direkt oder indirekt von dem Thema betroffen sind. Die Pflegekräfte, die Pflegenden, die Angehörigen, für all sie bedeutet dieses Paket eine massive Verbesserung. Die 520 Millionen Euro, die wir zur Verfügung stellen, um die Gehälter der Pflegekräfte deutlich zu verbessern, und die Verteilung dieser 520 Millionen, werden wir gemeinsam mit den Sozialpartnern und den Ländern sicherstellen. Und genau hier sind wir bei einem Punkt, der in der Pflegedebatte oftmals schwierig ist. In anderen Bereichen kennen wir das auch bereits, die Pandemiebekämpfung, das Gesundheitssystem. Die Pflege liegt in der Hauptverantwortung der Länder. Und dementsprechend ist es eben nicht allein der Bund, der hier tätig werden kann. Aber der Bund legt mit diesem riesigen Pflegereformpaket etwas auf den Tisch, wo ich sagen muss, liebe Länder, da gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Hier, damit könnt ihr jetzt wirklich arbeiten. Und ich schaue bei dieser Frage dann auch in die Reihen der Sozialdemokratie und richte den eindeutigen Appell an Sie, seien auch Sie Partnerinnen bei dieser Reform und helfen Sie in den Bundesländern, in denen Sie regieren, mit Ihren Beitrag zum Erfolg beizutragen. Der Kollege Hacker aus Wien hat ja die Reform auch schon sehr begrüßt und gelobt, genauso wie im Übrigen die ganzen Hilfsorganisationen von der Caritas, heute im Falter großer Artikel, was die Pflegereform, dass das tatsächlich der große Wurf ist, den man sich viele, viele Jahre erwartet hat. Und ich denke, wir können da auch ein bisschen stolz drauf sein. Eine Reform dieses Ausmaßes kann nicht nur im Interesse einer Partei oder einer Koalition sein. Eine Reform dieses Ausmaßes muss in unser aller Interesse sein. Und dementsprechend hoffe ich auf die breite Unterstützung der anderen Fraktionen hier im Parlament. Wie Sie wissen, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren viel vom Pflegenotstand gehört, zu Recht. Die Pflegekräfte sind auch auf die Straße gegangen, haben auf ihre schwierige Situation aufmerksam gemacht. Pflegenotstand ist eine besorgniserregende Formulierung, aber genau die Antwort, also sie verdeutlicht, welche Antwort es hier braucht, nämlich tatsächlich eine, die in der Lage ist, diesen Notstand aufzulösen, und ich glaube, die legen wir hier vor, nämlich so, dass wir das Problem an der Wurzel angehen können. Und ich möchte auch hier sagen, das sind nachhaltige Maßnahmen. Niemand wird in 2 Jahren auf die Idee kommen, die Gehälter zurückzudrehen. Nein, diese Maßnahmen bleiben und es werden selbstverständlich noch weitere folgen. Wir sichern mit dieser Reform nicht nur den Fortbestand der Pflege, wir bauen sie massiv aus und legen damit den Grundstein für eine lebenswerte Zukunft für unsere und die nächste Generation. Jede Person von uns wird irgendwann in ihrem Leben mit diesem Thema konfrontiert sein, wird sich damit beschäftigen müssen, und mit dieser Pflegereform schaffen wir es, dass wir diese Herausforderung gut angehen. Ja, mein Fazit ist zu dieser Reform und auch zu dieser Rede: Es ist das größte Pflegereformpaket seit Jahrzehnten. Bitte konzentrieren wir uns darauf, sie gemeinsam gut umzusetzen im Sinne der zu Pflegenden, der Pflegekräfte und der Angehörigen in diesem Land. Vielen Dank.